Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier beim Metalizer. Heute erkläre ich euch, wie ihr die Holzachterbahn auf Cirilluan Forest bauen und am Ende damit sogar fahren könnt. Vorab möchte ich euch noch das GameStar Sonderheft zur Platinum Edition vom LS22 empfehlen. Ich habe im Heft selbst als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Auch wie man die Achterbahn baut. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und bevor wir starten, ein Shoutout an Patrick alias Illachiller, der mich bei den Aufnahmen zum Bau der Holzachterbahn unterstützt hat. Seinen Kanal habe ich euch ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Die Holzachterbahn selbst kann nicht gekauft werden. Ihr erhaltet aber Geld für die Lieferung von Material. Insgesamt ist das Bauprojekt in 11 Phasen unterteilt. In jeder Phase müsst ihr verschiedene Güter liefern. Die Holzachterbahn selbst hat auch ein Lager. Ihr könnt also auch Material liefern, welches erst in späteren Phasen benötigt wird. Bis auf den Eisenschmelzofen sind alle notwendigen Produktionsgebäude auf der Karte vorhanden. Die Schmelze braucht ihr allerdings, um Metall zu produzieren. Das Metall selbst wird nicht nur für die Holzachterbahn benötigt, sondern auch bei der Herstellung von Eimern und Fässern, welche ihr wiederum zur Holzachterbahn liefert. Zuallererst benötigt ihr natürlich jede Menge Holz. Ich habe dazu das Waldgebiet im Norden direkt über dem alten Sägewerk gekauft. Das alte Sägewerk habe ich mir auch direkt gekauft, um die einzelnen Produkte herzustellen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt. Fällt ein paar Bäume und liefert die Baumstämme zum alten Sägewerk. Dort stellt ihr die Produktion auf Holzbalken, Bretter, lange Bretter sowie Fertigbauwände. Außerdem benötigt ihr für die erste Phase noch Treppengeländer, Metall und Holzfliesen. Treppengeländer werden im Drechselbetrieb hergestellt. Diesen solltet ihr euch neben den anderen Produktionsgebäuden also auch kaufen. Für die Produktion von Treppengeländern benötigt ihr Bretter oder lange Bretter, die ihr aus dem Sägewerk anliefert. Holzfliesen werden in der Bodenbelagsfabrik hergestellt. Auch hier werden Bretter oder lange Bretter für die Produktion benötigt. Die jeweilig benötigte Menge seht ihr im Infofeld bei der Holzachterbahn. Denkt daran, auf der Baustelle gibt es ein Lager, ihr könnt also in jeder Bauphase auch mehr Güter abliefern. Über dem Sägewerk im Süden habt ihr eine große Wiese, auf der ihr den Eisenschmelzofen bauen könnt. Hier liefert ihr Eisenerz aus der Mine im Westen an, welches geschmolzen und zu Metall verarbeitet wird. Nachdem ihr das Material zur Baustelle geliefert habt, dauert es etwa 50 Stunden im Spiel, bis die erste Phase abgeschlossen ist. Die jeweiligen Güter werden nach und nach verarbeitet. Es dauert also, bis die nächste Phase eintritt. Beim zweiten, dritten und vierten Bauabschnitt benötigt ihr die gleiche Menge Materialien wie beim ersten Bauabschnitt. Alle Phasen dauern in-game jeweils auch 50 Stunden. Hier wird die Strecke der Holzachterbahn Stück für Stück gebaut. Spannender wird es ab der fünften Phase, die in-game 25 Stunden dauert. Hier braucht ihr neben den Gütern aus den ersten Phasen weitere neue Güter. Um genau zu sein, Fertigwände, Stühle, Tische, Schindel, Fässer und Eimer. Fertigwände erhaltet ihr aus dem alten Sägewerk, wo ihr sie direkt produzieren könnt. Stühle und Tische werden in der Möbelfabrik produziert, zu der ihr Bretter oder lange Bretter liefert. Wenn ihr nicht so viel fahren wollt, aktiviert ihr im alten Sägewerk bei der Produktion die Option Verteilen. Dadurch werden Bretter und lange Bretter automatisch gegen eine kleine Gebühr an eure Produktionsgebäude verteilt. Gerade im Singleplayer kann das eine Menge Zeit sparen. In der fünften Phase benötigt ihr zudem auch noch Schindel, welche in der Schindelfabrik aus langen Brettern produziert werden. Fässer und Eimer werden in der Fassfabrik produziert, die ebenfalls lange Bretter und zusätzlich noch Metall benötigt. Die Phasen 6 bis 11 benötigen die identischen Güter wie Phase 5. Jeder Bauabschnitt dauert in-game 24 Stunden. Im Anschluss ist die Holzachterbahn fertig gebaut und ihr könnt mit ihr fahren. Ich zeige euch die Fahrt auch gleich im Anschluss. Wer keine Spoiler möchte, sollte also gleich abschalten. Der Bau selbst macht sehr viel Spaß und ist eine gelungene Abwechslung im LS22. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Jetzt viel Spaß mit der Fahrt. Und bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.